Ich spann die Vögel auf Vögel auf, wie ein Alarm, fliege los, fliege raus, in die Welt hinaus. Ich hoffe, was mir zusteht, während ihr zuseht. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe einen neuen Launch-Glitch für euch am Start, und zwar weil unser lieber TS Gaming, alias Kamikaze Ente, den Glitch auch bei sich auf seinem Kanal hochgeladen hat, dachte ich mir, das lasse ich mir nicht nehmen und zeige ihn euch natürlich auch, weil TS Gaming und ich hatten mal so ein Battle, wer zeigt den kürzesten Glitch, und ich glaube, der Rekord liegt bei uns so bei 20 Sekunden, auf jeden Fall wirklich sehr geil, und weil er einfach so cool ist und ich den so gern mag, dachte ich mir, ich erwähne ihn mal in diesem Launch-Glitch-Video. Und verlinke natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken, wirklich sehr cool der Junge. Und ja, dann möchte ich mich noch ganz recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die da gestern mitgemacht haben, weil ich habe ja eigentlich, wollte ich Schlag den Zeddy machen, aber der Teilnehmer kam nicht und hat sich jetzt auch nicht mehr gemeldet, deswegen hat sich jetzt mal das ergeben, dass wir jetzt diesen Launch-Glitch zusammen aufnehmen. Ihr könnt ja mal gerade links alle sehen, die mitgemacht haben, wirklich an alle danke, dass ihr mitgemacht habt, wirklich sehr geil gewesen. Leider hat es am Schluss, ja, ist ein bisschen eskaliert, deswegen haben wir dann unsere Aggression in Deathmatches und LTS so richtig mal ausleben können. War auf jeden Fall gestern eine sehr chillige Runde mit euch. Erstmal Dankeschön. Und jetzt erzähle ich mal, ja, wie der Glitch überhaupt funktioniert, bevor es jetzt hier noch länger geht. Auf jeden Fall, ihr braucht einen Bus. Den findet ihr meistens entweder unten am Flughafen. Da fährt manchmal so ein gelb-grüner Bus rum. Oder ihr geht in die Stadt und besorgt euch da einen. Oder ruft Pegasus an und lasst euch einen liefern. Das müsste, glaube ich, gar kein Problem für jeden, also für keinen sein. Dazu braucht ihr noch die Titanen, das heißt, ihr fährt mit dem Bus entweder unten am Flughafen entlang oder bei Trevor oben im Sandy Shores, da spawnt ja auch ab und zu eine Titan, aber unten am Flughafen spawnt eigentlich immer eine und von dem her müsste es kein Problem sein. Dann muss ein Spieler von euch oder ihr selber auf den Bus draufklettern, das geht am besten, wenn ihr an der Fahrerkabine draufklettert, über der Fahrerkabine dort draufklettert oder euch ein kleines Auto nehmt und dann so draufklettert. Danach müsst ihr mit dem Rücken zur Titan stehen und dann eine Waffe ziehen und nach hinten zielen, dass ihr quasi mit dem Rücken gegen die Fahrtrichtung seid oder mit dem Rücken gegen die Titanen. Und dann muss der Busfahrer einfach nur Vollgas gegen den Flügel fahren und dann katapultiert sie ihn wirklich extrem nach oben. Ich finde es wirklich extrem geil. Und wie ihr seht, es sind richtig viele Leute und es backt einfach nur rum und ihr seht gar nicht, wohin die fliegen. Aber die Spieler, jeder, der nach oben fliegt, der sieht es halt und er fliegt richtig weit nach oben. Und ich würde oder hätte es euch gern gezeigt, wie ich fliege. Aber es ist am Schluss dann ein bisschen eskaliert, deswegen habe ich da leider keine Aufnahme. Ich hoffe natürlich, dass ihr es mir nicht so böse nehmt. Dann habe ich noch eine kleine Info für euch, weil Westside mich gestern sitzen lassen hat und sich jetzt auch nicht mehr gemeldet hat, obwohl er Freitag Zeit hatte für Schlag den Zeddy Teil 2. Kam er gestern einfach nicht online. Ich habe bei PSN angeschrieben, er hat nicht geantwortet. Ich habe nochmal bei PSN geschrieben, er hat wieder nicht geantwortet. Ich habe bei YouTube geschrieben, er hat nicht geantwortet. Und ja, jetzt weiß ich auch nicht, weil er einfach nicht mehr antwortet, obwohl er gestern online war, dachte ich mir, ich gehe einfach zum nächsten über, das ist Cedric Mom. Heute 19 Uhr Schlag den Zeddy Teil 2. Ich hoffe natürlich, Cedric Mom kommt und ich hoffe natürlich auch, dass er früher kommt, wegen dem Fußballspiel heute Abend. Das möchte ich auf keinen Fall verpassen, nicht, dass wir da irgendwie eine Pause anlegen müssen, das wäre katastrophal. Auf jeden Fall, ja, Westside, falls du das siehst, melde dich doch bei mir, falls Cedric Mom mich heute nicht schlägt, dann kannst du natürlich als Nächster beitreten, ansonsten mache ich ganz normal in der Liste weiter, wie ich es gezogen habe. Tut mir natürlich leid, aber wenn die Leute sich nicht mehr melden oder einfach nicht kommen, ohne abzusagen oder meine Nachrichten ignorieren, dann kann ich dafür auch nichts, ich habe es versucht. Und ja, melde dich oder nicht, ansonsten gehe ich einfach mit den Nächstplatzierten weiter. So, das war es auf jeden Fall von dem jetzt und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns hoffentlich heute Abend im Livestream Schlag den Zeddy. Und danach das Deutschland-Italien-Länderspiel, bin ich auf jeden Fall schon ganz heiß drauf. Mein Tipp 2-0 Deutschland. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. Und dann würde ich mir einfach mal sagen, wir sehen uns heute Abend im Livestream oder beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.